Nach einem teilweise richtigen Kaltstart geht's dann aber am Freitag schnell wieder in den Spätsommer über Deutschland. Und schauen wir zunächst mal auf die Frühtemperaturen. Und da ist zumindest hier in weiten Teilen Norddeutschlands ja schon so ein bisschen Frösteln angesagt. Temperaturen teilweise nur 4 bis 8 Grad. Das liegt daran, dass in der Nacht der Himmel sternenklar ist und die Luft eben frisch ist, die eingeflossen ist. Es ist kein Wind. Es kann also schon ordentlich in den doch schon relativ langen Nächten abkühlen. An den Küsten ist es deutlich wärmer, 12, 16 Grad. Das liegt eben am warmen Nord- bzw. Ostseewasser. Und auch über Süddeutschland, da ist die Luftmasse zum einen nicht so kühl und es gibt auch noch zumindest am Alpenrand ein paar Wolken. Deswegen hier auch nicht die große Frische. Ein paar Nebelfelder sind ebenfalls dabei und insgesamt muss man sagen, im Tagesverlauf ziehen aus Südwesten Wolkenfelder auf. Ansonsten ein sehr, sehr freundlicher Freitag über ganz Deutschland. Das sehen wir an der Vormittagskarte. Örtliche Nebelfelder hier im Osten oder auch teilweise am Bodensee, an der Donau sind schnell weg. Dann viel Sonnenschein. Von Südwesten her werden die Wolken dann im Laufe des Nachmittags dichter. Ansonsten bleibt es insgesamt sehr, sehr freundlich, vor allem hier im äußersten Norden von Schleswig-Holstein über die Ostseeküste bis nach Usedom. Da sieht es also sehr, sehr sonnig aus. Deshalb auch verbreitet in Deutschland 10 bis 12 Sonnenstunden. Lediglich hier vom Allgäu über den Schwarzwald bis nach Rheinland-Pfalz und Saarland, in den Westen zumindest dieser Region, da gibt es nicht ganz so viel Sonne, aber auch hier überwiegt der freundliche Eindruck. Die Temperaturen dazu an den Küsten so um die 20, 22 Grad. Ansonsten verbreitet eben 22 bis 26 und Rhein-Main-Gebiet, Kraichgau auch bis zu 27 Grad. Dann zum Samstag, da werden dann auch die Wolken dichter im Laufe des Tages, vor allem wieder hier im Südwesten. Regen ist kaum ein Thema, vielleicht ein paar Tropfen und die Temperaturen steigen trotzdem noch weiter an, teilweise bis 28 Grad und auch im Norden wird es dann oft wieder sommerlich warm.